Und willkommen zurück zur dritten Folge Star Wars Jedi Fallen Order. So, wir sind auf dem Planeten angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Gibt es hier irgendwie eine Karte oder so? Nee, Poncho Gameplay, hier gibt es gar nichts. Wir schauen einfach mal. So, und ich hoffe mal, ich habe auch das Kameraproblem jetzt endlich gefixt. Ich mach's mal an. Servus, Leute. Und ja, keine Ahnung, was das gelegen ist. Auf einmal hat sich's aufgehangen und habe ein Standbild gehabt in der Facecam. Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht nochmal. Und wenn es passiert, dass ich es halt schnell sehe, hat er ein paar Minuten das gar nicht gesehen gehabt. Das ist bei mir noch nie passiert. Aber nun ja, jetzt schauen wir mal. Oh, da ist ein riesen Vieh da hinten. Tun mir die hier was? Nee, tun mir nichts. Das ist auf jeden Fall ein großes Vieh, vielleicht ein Boss. Der versehen. Okay, die hauen einfach ab. Sehr schön. Gehen wir hier runter, wir sind hier unten. Hallo, Kleiner. Okay, die werden wir wieder Macht anhalten. Kann ich machen? Nicht. Hier komme ich aber auch nicht rein, oder? Ne, hier geht nichts. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Irgendwie ein Fähigkeitspunkt. Ein sicherer Ort zum Meditieren. Oh, ich kann meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Bonfire? Schau mal. Vielleicht Speicherpunkt oder sowas? Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Karls Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. Das machen wir doch erstmal. An Speicherpunkten kann Call aus und Fähigkeitspunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Okay. Du hast genügend Fähigkeitspunkte, um neue Fähigkeiten zu lernen. Öffne den Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Okay. Ich habe bloß einen. Setze deinen Fähigkeitenpunkt ein, um Überkopfhieb zu lernen. Okay, hier oben werden jetzt die ganzen Punkte sein, was man machen kann. Entfesse einen mächtigen Angriff, der für schwäche Gegner tödlich ist. Komm, machen wir es mal. Ah, okay, auf Dreieck dann praktisch. Okay. Ah, maximales Leben erhöht, das ist natürlich geil. Die werde ich gleich als nächstes nehmen. Okay, wir ruhen uns mal aus. Ja, so. Ah, okay, Gegner sind respawned. Okay, alles klar. So wie Dark Souls. Oh, BD-1. Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Okay, cool, der kann Sachen hacken. Karte wäre mal cool irgendwie. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll.
Ah, okay. Erreiche das Gewölbe. Das ist also unsere Karte. Okay, verstehe. Drehen, zoomen. Okay, verstehe. Ah, da gibt es mehrere Ebenen dann praktisch. Auf der Holokarte werden auch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Okay. Schließe die Holokarte, wenn du bereit bist, zum Fortfahren. Wie kriege ich die wieder her? Ach so. Wie die einzelnen Call mit erneuerbaren Stimbehältern heilen. Öffnet die Holokarte. BD1 kann die Karte oder projizieren, die er und Call bereits erkundet haben. Okay, ich kann die Karte anscheinend nur aufrufen, wenn die hinten auf meinem Rücken ist, oder wie? Komm her. Wie geht der auf meinen Rücken? Okay, soll ich schon herausfinden. Wie gehen wir hier rüber? Ich spüre was hier drüben. Das ist ein Boss. Ein kleiner Gegner. Ich glaube, wir müssen die killen. Das ist ein großer Käfer. Ihr werdet mir auch schön Zeit lassen hier in dem Game. Also alles schön erkunden. Okay, hier ist ein komischer Wurm. Echo wahrnehmen. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Datenbank macht Echo. Boggling-Studien. Ein toter Splox, der von Bogglingen getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Okay. Er hat eine Gabe vom Psychometrie erhält Call dank Machtinformationen, wenn er bestimmte Objekte berührt. Okay. Da kann man hier noch was machen? Nee, schaut nicht so aus. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Komm doch mal her. BD1 ist beschäftigt, kommt aber auch nicht. Er sagt mich hier lang irgendwie, oder? Dann gehen wir halt mal hier lang. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Eine Seilrutsche?
keine Rutsche. Einfach mal springen, oder wie? Okay. Wie hast du das gewusst? Okay, hier ist schon wieder... Hast du nicht? Ah, wir brauchen eigentlich gar nicht meditieren. Geht doch nicht oben, war mir klar. Gucken wir hier weiter. Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Oh. Ja, warte mal. Wir gehen doch mal hier hin, wir speichern mal. Falls ich runterfalle, dann fangen wir nämlich hier wieder an. Haben wir jetzt automatisch gespeichert? Oder ist es nur, wenn wir uns ausruhen? Okay, das sehen wir jetzt dann gleich. Ich glaube, das können wir anhalten. Was ist das für ein Ort? Okay, wir dürfen hier anscheinend nicht reinfallen. So. Der Jedi hat an diesem Eins von drei macht es jetzt nicht halten. Sollen wir weitere zwei mit maximaler Macht zu erhöhen? Okay, wir schauen mal. Forschungsnotizen. Sorgfältig verfasste handschriftliche Notizen über die Energiesphäre, die der Forscher auf Bogano zurückließ. Okay, wir haben hier jetzt aber nichts. Also können wir die Dinge anhalten. Sonst gibt's hier nichts, oder? Machen. Zu gehen. Er sagt hier drüben. Wäre vielleicht so abspeichern. Ich glaube, wir speichern mal. Gegner sind eh keine da gewesen. Von dem her. Okay. Will ich jetzt da schon lang oder gehen wir hier lang? Gehen wir hier lang. Ja.
Okay, da unten sind ein paar Dicke. Wissen wir, ich das Ding kaputt hau? Nicht? Ja, die lasse ich jetzt lieber mal. Boah, geil. Ich könnte die Stützen ja kaputt haben, aber ich traue mir nicht, dass das ganze Ding hier zusammenfällt. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Okay, wir gehen mal. Tschüss. Oder wollen wir mal probieren? Komm, wir probieren ihn jetzt einfach mal. Aber ich verliere dann, glaube ich, meine Fähigkeitenpunkte, oder? Okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu stark. Ja, Ladezeiten sind so episch. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich meine ganzen Punkte verloren. Jo, yay, yay. Okay, hilft nicht. Okay, weißt du, da hinten ist der Boss. Schauen wir uns das später an. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine bestimmte Fähigkeit, dass wir den leichter dann legen können. Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Ich glaube gar nicht, dass wir hier runterfallen können, oder? Genau wie auf dem Schrottplatz. D1, ich komme. Neue Uhr. Schön es gewesen zu sein. Ziemlich mutig. Alles okay? Oh. Warte. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh. Schon gut. Schön. Das Gombanschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. So, Lichtschwert anpassen, hä? Okay. Farbe? Grün, nehmen wir mal grün. Sender. Okay, haben wir noch nichts. Schalter. Haben wir auch nichts. Hülse. Auch nichts. Material. Auch nichts.
Okay. Mehr können wir hier nicht machen. Ah, die schaut auch cool aus. Okay, sind immer die komischen Notizen von so komischen Monster. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Sehr eng. Es wird schon gehen. Hier scheint es reinzugehen. Ich würde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen. Ob man hier noch irgendwas machen kann. Auch noch ein Weg. Echo wahrnehmen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Vorratsschrank. Jemand hat hier für einige Zeit gelebt und in diesem Vorratsschrank Lebensmittel aufbewahrt. Okay. Gehen wir mal hier durch. Okay, hier kommt man anscheinend hoch. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Können wir hier Licht machen? Schrotthaufen oder sowas zu sein. Okay. Ja, mir geht's gut. Au. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Okay. Das ist besser. Danke, Kleiner. Ja, ist immer noch das Einführung. Schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Jetzt müssen wir eigentlich die Karte machen können. Tja, wie kommst du hierher? Genau, das ist nämlich unten drauf. Du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Okay, Hauptspielposition unerkundet. Ist da hinten. Verfügbar, geblockt. Speicherpunkt. Okay, das ist zum Beispiel, wie wäre es geblockt praktisch. Okay. Ah, das ist der Kran, okay. Okay. Hat so eine Art Shortcut dann, oder? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ja.
Was ist es? Neuen Sender halten. Sender, okay. Schauen wir doch gerne mal runter. Hey, ED1. Schau mal, was es ist. Sender. Ach, das sieht doch blöd aus. Ah, das lassen wir mal. Schaut so viel cooler aus. Gut, ich würde sagen, machen wir an der Stelle aber wieder einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht, wo es denn da oben weitergeht. Ich bin echt gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch und jo, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.